Connor, gut, dass du hier bist. Die gekauften Pläne, die waren nicht nur für einen Klappstuhl. Oh nein, da war noch etwas dabei. Etwas ganz Erstaunliches. Eine Flugmaschine. Entworfen von Leonardo da Vinci persönlich. Ich habe sie gebaut. Ha! Du darfst der Erste sein, wenn du willst. Du wirst fliegen können. Schweben wie ein Adler. Und das geht? Da Vinci war einer der größten Denker der Menschheitsgeschichte. Der brillanteste Geist, den es je gab. Ich garantiere dir, dass es geht. Willst du es versuchen? Ja. So ein Gerät könnte sehr nützlich sein. Es ist wunderschön, alter Mann. Wohl wahr. Ich fand ein Gemälde für über den Kamin. Es ist zurzeit in New York. Wenn du Zeit hast, möchte ich, dass du es für mich abholst. Natürlich. Gut. Vielleicht ist es hinüber. Das Haus lag in der Brandschneise des großen Feuers. Na, du wirst ja sehen, wenn du da bist. Eines Tages, Doc, eines Tages findest du auch eine. Sie kommt einfach ins Dorf und ändert dein Leben. Ich sage es dir, ich habe ein Gespür dafür. Vielleicht. Ahoi, Connor. Sieh uns an, drei Junggesellen warten auf die Liebe oder einen Drink. Was auch immer zuerst kommt. Der Drink gewinnt. Die Frauen werden Schlange stehen, Doc. Ich sag es dir. Die Frauen lieben Heiler. Nur ich bin verdammt. Wer will einen Tischler heiraten? Hm? Wer? Niemand. So sieht es aus. Unsinn. Du brachtest Amerika den Klappstuhl. Du bist ein Pionier, ein Geschäftsmann. Frauen lieben Männer mit Visionen. Was ist mit dir, Connor?
Wie kommt's, dass ein Mann wie du keine Frau hat? Ich wäre kein guter Ehemann. Ich habe nicht genug Zeit. Eines Tages vielleicht. Auf verschiedene Arten von Früchten. Geht mir langsam auf die Nerven. Wofür war das denn? Gentlemen, Fachleute! Hier kommst du nicht durch. Halt deinen Nerven!